Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie wir einen Taxi-App-Matching-Algorithmus, ähnlich wie Apps in MyTaxi oder Uber, selbst in Bubble programmieren können. Wir legen direkt mal los, indem wir mit Frames das Design festlegen. Frames ist eine kleine Bubble Chrome Extension, die euch beim Layout hilft. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das findet ihr oben. Wir gehen in Frames, Headers, wählen diesen aus. Paste within view. Darunter fügen wir eine Searchbox ein. Ich nehme dafür dieses Design und passe es etwas an. Wir haben hier nun zwei Felder. Ich lösche einmal hier das raus und nehme die Searchbox. Kopiere einmal das Formatieren. Und auch hier noch einmal löschen. So, wir haben einmal Searchbox A mit der Originaladresse, wo wir herkommen, also die Abfahrt. Und dann einmal haben wir die Ankunftsort. Fahrer finden als Button und wir machen hier noch eine Checkbox mit bitte den günstigsten Fahrer wählen. Darunter machen wir eine Repeating Group. Wir gehen wieder in Frames. Wählen hier diese Liste. Und ändern hier noch das Icon. Als nächstes wählen wir hier im Inputfeld Geographic Places. Und auch hier Geographic Places. Als nächstes kümmern wir uns hier um diese Checkbox, die gar keine echte Checkbox ist. Wir können das aber dynamisch selber bauen. Das heißt, wir erstellen einen neuen Status auf der Seite, nennen diesen Sortieren nach Preis Ja. Und der Default ist Nein. Und wenn wir hier draufklicken, Start Edit Workflow, Set State of an Element, wir nehmen den Status und machen diesen auf Ja, aber nur wenn dieser Preis Nein ist. Und wir kopieren einmal den Workflow und sagen nun, wenn dieser Ja ist, dann wird er zum Nein, wenn wir darauf klicken. Und dann machen wir final noch eine Condition. Ich kopiere hier einmal den Text und sage, wenn ist Ja, dann ist der Text eben nicht Square O, sondern Check Square. Wir gehen jetzt einmal in Preview und schauen uns das Ganze an. Wir klicken einmal darauf und wir sehen nun, dass sich der Status ändert und wieder nicht. Und wir sehen hier, wie wir wunderbar darauf klicken können, aber die Fahrer-Finden-Funktionalität bauen wir nun im nächsten Schritt. Dafür gehen wir in die Daten und fügen nun den Fahrer hinzu. Wir stellen einen neuen Datatype Fahrer und dieser hat eine aktuelle Position. Das ist eine Geographic Address, eine Kilometerpauschale,
die ist eine Zahl. Und wir können noch weitere Funktionen hinzufügen, wie zum Beispiel ein anderes Auto oder ein Profilbild oder andere Typen. Aber wir fokussieren uns wirklich auf diese beiden Kernelemente. Nun fügen wir eine AppData hinzu. Wir gehen in AppData, Fahrer und machen eine Kilometerpauschale von 3 und als Ort nehmen wir verschiedene Orte in Berlin. Diese kopieren wir hier rein. Der zweite Fahrer. Wir haben jetzt hier quasi 5 Elemente und können jetzt den Matching-Algorithmus bauen. Das heißt, im ersten Schritt sagen wir, dass hier diese Repeating Group, schauen uns das Ganze im Elements Tree an, wählen wir aus und machen statt dem aktuellen den Fahrer als Type of Content und machen hier Do a Search for Fahrer und sortieren nach aktuelle Position, Distance from, Abfahrts, Value und Descending, No. Als nächstes passen wir jetzt die einzelnen Elemente der Repeating Group an. Wir nehmen Fahrer, Current Sales Fahrer und auch hier Fahrer, Current Sales Fahrer. Und darunter nehmen wir jetzt die Distanz zum Kunden. Das heißt, wir machen Abfahrts, Value, Distance from, Parent Groups Fahrer, aktuelle Position und Unit machen wir in Kilometer und fügen dahinter mit einem Leerzeichen KM. Daneben machen wir nun den Preis. Wir löschen wiederum die verschiedenen Elemente und berechnen den Preis. Das ist die Distanz aus diesen beiden Adressen mal die Kilometerpauschale in Euro. Das heißt, wir nehmen Abfahrtsvalue, Distance from, Ankunftsortsvalue in Kilometern mal die Parent Groups Fahrers Kilometerpauschale und wir formatieren das Ganze mit 2 Dezimalen und einem Komma und mit einem Leerzeichen. Schreiben darunter Fahrtkosten für und jetzt machen wir nochmal die Distanz. Abfahrtsvalue, Distance from, Ankunftsortvalue in Kilometern und mit einem Leerzeichen Kilometer. Und schließlich noch formatieren wir hier auf 0 Dezimalen und auch hier die Distanz auf 0 Dezimalen. Format 0. Schließlich wollen wir, dass dieses Element erst sichtbar ist, wenn wir wirklich auf Fahrer finden geklickt haben. Das heißt, this element is visible on page load deaktivieren wir und wir sagen, wenn wir auf Fahrer finden klicken, dann zeigen wir dieses Element show und wir zeigen List 7. Wir gehen jetzt einmal auf Preview und schauen uns das Ganze an. Aktuelle Adresse und Flughafen Berlin. Wir klicken auf Fahrer finden und wir sehen nun, dass der nächste Fahrer mit einer Distanz zum Kunden 1 Kilometer weg ist und die Fahrtkosten 62 Euro und für 21 Kilometer, die jeweils immer gleich sind. Und wir machen noch einen Test. Grünheide bei der Gigafactory von Elon Musk. Und so sehen wir jetzt, dass wir immer den Fahrer haben mit der geringsten Distanz, aber unser Matching-Algorithmus soll auch nochmal den Fahrer mit immer dem günstigsten Preis machen, weil wir sehen, dass die Preise nicht zwingend sortiert sind nach dem günstigsten. Daher sagen wir, wenn
hier diese Condition, Preis ist yes, ist, dann sortieren wir anders. Das heißt, wir gehen einmal in die Repeating Group und sagen, wenn sortieren Preis ist yes, dann machen wir Data Source, do a search for Fahrer, sort by Kilometerpauschale, descending no. Wir können jetzt natürlich noch weitere Sortierungsfelder machen, wo ihr zum Beispiel sagt, jetzt im zweiten Schritt machen wir wiederum die aktuelle Position, distance from, dem Ankunftsort, value und descending no. Dann haben wir das Ganze in zwei Ebenen, wo wir zunächst die günstigste und danach auch die schnellste Pickup-Time haben. Wir gehen jetzt einmal noch ins Preview und schauen uns das Ganze an. Und wir machen, um das Beispiel gut zu sehen, eine Adresse in Berlin-Kreuzberg, den Flughafen Willy Brandt, Fahrer finden. Wir sortieren jetzt einmal nach der geringsten Distanz, aber nicht nach den Fahrkosten. Wählen jetzt bitte den günstigsten Fahrer wählen und sehen nun, wie wir auch den günstigsten Fahrpreis haben. Das heißt, es wird nach der Distanz sortiert, aber wir haben daraus folgend auch die geringste Distanz. Damit konntet ihr sehen, wie wir im Bubble komplexere Algorithmen wie bei einer Taxi-App spielend einfach installieren könnt. Wenn ihr mehr Komplexität braucht, gibt es noch Filter- und Sortierungsmöglichkeiten. Aber vor allem zeigt euch das, wenn ihr die Datenbank richtig strukturiert plus eure Funktionalität eingebt, könnt ihr relativ viel schon mit No-Code erreichen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt gerne auf den Like-Button und subscribt unseren Channel. Bei Fragen schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Bubble und auf bald!